Mokdad! Yo, ich bin ein Profi. Profi? Die Profi nur mit B, so wie Brody. Hey, geil, Marianne! Die weibliche Menstruation. Oh, wegen dem Höhle der Löwending? Wegen diesem Handschuh, der rauskam? Ich weiß nicht mehr, wie der Handschuh heißt, aber ich habe ein TikTok-Video geguckt, wo eine es vorgestellt hat, was das ist. Also, die hat es getestet und meinte, das wäre gut, die Sache so, weil sie nicht will, dass diese Tampons von Frauen dann in Müll landen, einfach so, ohne Umwicklung von Klopapier und wie auch immer, und dann überall rumliegen. Und im Klo wäre das schlimm bei Frauen und so weiter. Keine Ahnung, ich war nicht auf dem Frauenklo. Wieso auch. Aber ja, da, ich glaube, darum geht es gerade, weil bei Helga und Jana reden viel über Fernsehen. So. Ah, Helga. Ja, was ist denn los? Hast du es mit den Pinky Gloves mitbekommen? Ah, Pinky Gloves. Ah, Anna schreibt sogar im Chat, genau, ja. Pinky Gloves, okay, genau darum geht's, okay. Mit wem? Die mit den Erfindern von der Höhle der Löwen. Da so blöd, den die haben drin. Handschuhe erfunden, wo du deinen Tampon reinmachen kannst. Und dann siehst du das Blut nicht mehr. Was soll das denn? Ja. Gab einen Riesen, Gab Ärger. Ja. Ja, was soll das denn auch? Ist so was Natürliches. Sollen wir Frauen uns dafür schämen, oder was? Nee. Sehe ich auch so. Die weibliche Menstruation gehört zum Leben einer Frau dazu. Ohne Wenn und Aber. Es wird doch auch ohne gar kein Leben auf der Welt geben, sag ich mal. Ist so. Weil das Blut steht ja auch sozusagen für das Leben. Ist aber ganz Natürliches. Und die Männer finden das eklig, oder was? Deswegen ja die Erfindung von der Show, damit die Männer das Blut nicht... Ich fühle, was sie sagen, natürlich. Jetzt aber für mich die Frage, ob es sowas Natürliches wie Kacke und Pisse, weil es ist auch natürlich. Und trotzdem möchte ich nicht gerne Kacke und Pisse sehen, wenn ich irgendwo auf dem Klo bin. So, nur meine eigene halt. Und ich glaube, darum geht es auch mit diesen Pinky Gloves darum, dass man das anderen halt nicht zeigen muss. Weil ich glaube, Frauen gegenseitig wollen auch nicht das Blut unbedingt sehen, oder? Wollen Frauen gerne das Blut von anderen Tampons sehen, wenn sie ins Klo gehen? Wenn sie den Mülleimer aufmachen und sehen dann die blutigen Dinger da drin? Wollen die das? Wollen die das sehen? Weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von... Also ich glaube, ich möchte das nicht sehen. So. Auch wenn es natürlich ist. Aber wie gesagt, ich möchte auch keine fremde Kacke sehen, auch wenn es natürlich ist. So, ne? Ist das jetzt ein dummes Argument? Weiß ich nicht. Aber ja. Ich möchte auch kein sonstiges Blut sehen, wenn es um Blut geht. So. Die Sachen riechen nach einer Zeit auch entsprechend. Eben, scheinbar stinken die auch nach einer Zeit. Und so ein Handschuh könnte das schon ein bisschen desinfizieren. So. Also ein bisschen, wenn es ein Gummihandschuh ist, halt, ne? Verdichten den Geruch. Ja. Nicht mehr sehen müssen. Dann sollen sie bitte auch mal Brownie Gloves erfinden, womit die Männer ihre Bremsspuren aus der Toilette wegmachen. Hast du absolut recht, Helga. Hä? Das ist doch auch ekelhaft. Pups, nur das ganze Klo voll. Und man könnte doch einfach die Klobürste neben sauber machen. Problem gelöst. Machen das manche Männer nicht? Hä? Woher? Daraus entsteht ja noch nicht mal ein Leben, sag ich mal, Marianne. Das wird doch ein Mann, wird es doch überhaupt nicht aushalten. Der wird doch ohnmächtig werden. Dieser Druck im Unterleib, da wird ein Mann, der wird zerfetzen. Genau. Der wird doch in Dutt gehen. Platzen. Genau, platzen. Auseinander, sag ich mal. Auseinander und dann hält ein Mann nicht aus. Wir kriegen ja sogar noch Ärger von den Männern, wenn wir unsere... Boah, ich habe letztens ein Video gesehen auch von einer, die hat irgendwie so eine Krankheit, dass sie mega krasse Menstruationsbeschwerden hat. Also so, wie heißt das Ding? Periodenschmerzen. Also richtig krasse. Krasser als alle anderen Mädels so. Und die nicht ernst genommen wurde. Und das finde ich auch asozial. So, und die hat richtig Schmerzen und hat wirklich Todesschmerzen gehabt und so weiter. Also richtig horrormäßig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, will ich auch nicht. Und es tut mir echt alle leid, die generell sowas haben müssen, die Frauen. So durchzumachen, stelle ich mir echt nicht cool vor. Vor allem auch, dass das Hormonsystem Leute durcheinander macht und so weiter. Retorge haben. Weil der Mann dann nicht... Weil dann kein GV möglich ist. Müssen wir uns noch eine Standpauke abholen. Und was das kostet? Was? So ein Tampon. Sieht nicht günstig. So eine große Packung kostet fast 5 Euro. Ja. Das sind 15 Mark, Marianne. Unglaublich. 15 Mark. Ja, und nun rechnen wir. 15 Mark mal... Mark? 20 Tampons pro Zyklus. Ja. Sind... circa 9000 Tampons im Leben einer Frau. Sind umgerechnet... 20.000 Mark. So. Nun pass auf. Achtung. Sind fast 100.000 Mark im Leben eines einer Frau. Aber eine Frau
brauche ich ja noch mehr während der Periode. Was denn? Chips, Schokolade, Cola. Schmerzmittel. Da kommst du locker auf. Locker auf viel. Früher waren die Produkte locker doch auch viel. Gut. Wieso jetzt alles teurer machen? Früher waren die gut? Ja. Marianne, was hatten wir denn früher? Wieso? Ich habe heimlich aus dem Kunstunterricht Wattepädchen mitgenommen, weil die angenehmer waren als die Tampons von früher. Ich finde die angenehm im Schritt. Hat sich angefühlt wie Wolle vom Schaf. Ich finde die jetzt immer noch angenehm. Wie? Jetzt? Jetzt, die ich jetzt trage. Ist bei dir der Ofen noch an? Nee, ich kann auch nicht. Nee, ich meinte körperlich. Ist da der Ofen noch, sag ich... Kann das, ich habe keine Ahnung, aber kann das sein, dass... Bei Frauen, wenn sie in die, wie heißt das, Wechseljahre kommen, die auch keine Blutung mehr haben. Ich hab dadurch aufgepasst. Lasky, hi, ich benutze die Hand statt der Klobürste. Niefrei, was? Wäre halt noch mehr Plastik, ist das einzige Argument, was mir jetzt schon gegen die Handschuhe einfallen würde. Wenn es Bioplastik ist, ich weiß ja nicht, wenn es jetzt nur einmal Handschuhe sind aus Gummi, aus Plastik, also Naturkautschuk oder sowas. Na gut, auch wieder biologischer Abdruck, ne, ökologischer Abdruck mit dem Flugzeug hergeflogen werden muss. Ich glaube, Kautschuk wird nicht in Deutschland hergestellt oder geerntet. Wird ja aus Bäumen. So ein Trichter reingeschoben in so einen Kautschukbaum, dann läuft da dieses Kautschuk-Ding raus. Schon, ja klar, okay, cool. Und dann kommen noch unregelmäßig und irgendwann gar nicht mehr. Aha, okay. Komm mal auf Betriebstemperatur. Wird langsam weniger, aber läuft noch. Das ist doch gut. Und bei dir? Mein Ofen ist, der ist defekt. Ach so. Also, ich esse gern mal ein Brötchen, aber der Ofen... Der ist in Dutt. Also du isst gerne noch... Ich hab noch Appetit, sag ich mal. Aber dass du jetzt noch kleine Brötchen backen kannst... Ist der Ofen zu alt für? Ist er zu alt für? Bin ich auch nicht traurig drum, Marianne. Du hast das Geblute hinter dir. Ist so. Man muss da auch normal drüber sprechen. Weil es was Normales ist. Ist so. Und jeder Mann, der doch nicht mit klarkommt, ja, der braucht... Also sprechen soll man auf jeden Fall können oder sollte jeder Mann noch zuhören können. Also das ist jetzt mal das Mindeste, also wirklich... Drüber reden kann man auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, wie über das Kacken reden oder über sowas, über Pickel reden im Gesicht oder sowas. Auch alles natürlich so. Sollte kein Tabuthema sein. Also jetzt aber nicht am Essenstisch jetzt drüber reden. Also um die Umstände natürlich auch mit Dingsen oder beim Bewerbungsgespräch soll man auch nicht drüber reden jetzt. Also gibt schon Momente, wo man nicht drüber reden sollte. aber so im Privaten kann man schon drüber reden, finde ich. Braucht sich gar nicht in eine Frau verlieben. Ja. Deal with it. Oder Chili weg. Schön gesagt, Helga, du bist die Beste. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Blutwurst mit Hackfleisch und Erdnüssen. Wow. Hast du eine Unverträglichkeit? Blutwurst mit Hackfleisch und Erdnüssen. Boah, was? Ich kann nicht mehr Erfahrung. Hast du aber generell bei fast jedem Lebensmittel, muss ich sagen. Viel Schluck davon. Ja, dann gute Besserung. Schluck auf. Ja. Mokdad. Von dieser Mischung. Mokdad. Oh mein Gott. Lecker, lecker, lecker. Nice Video auf jeden Fall. Nice. Daumen hoch da. Cool, drüber zu reden, mal auf jeden Fall. Und ich finde es interessant, dass Helga Miranda scheinbar nur solche Fernsehthemen anspricht. Ne? Und dadurch werden sie auch groß, ne? Generell so Politik und Fernsehthemen. Nice. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody.